Ich überlege mir, ein bisschen zu schlafen. Ich tue so, als ob ich ein Experiment mache. Was ist das hier? Freunde, was geht ab? Oi. Freunde, achtet gar nicht auf meine Haare. Wir haben gerade eine beschissene Challenge gedreht. Auf jeden Fall, willkommen zu der diesjährigen Skippo-Weltmeisterschaft. Bubu, Yussi und meine Wenigkeit. Auch Nebi. Skippo-Weltmeister 2020. Mal gucken, ob ich auch der Weltmeister in 2021 werde. Okay, Zwischenstand. Nach der ersten Runde sieht's wie folgt aus. Bubu, 200 Punkte. Stark. Yusuf, 120 Punkte. Ich habe 135 Punkte. Das heißt, ich muss aufholen. Auf geht's in die zweite Runde. Oh. Der mit höchster Zahl fängt an, oder was? Fängt stark an bei mir. Ein super Start von mir. Super gemischt. Direkt 4 Skippos gehabt. Zusammenrechnen noch? Okay, Freunde, wir sind jetzt fertig. Lass mich noch zusammenrechnen, dann gibt's den endgültigen Master. Ne, ich hab gewonnen. Also, 255 Punkte. Film mich. Wir haben 245 Punkte für Yusuf. Auf so wenig. Platz Nummer 3. Wir haben 260 Punkte für Bubu. Platz Nummer 2. Und 315 Punkte für mich auf der 1 und wieder Weltmeister. Ich hab Titelverteidiger. Warum? Titelverteidiger. Wie, warum? Weil das Ergebnis so ist. Digga, der lügt. Skippo, ich bin der King. Falls jemand spielen will, ich bin bereit. Oi. Ey Freunde, wir hatten gerade so einen krassen Hagel. Jetzt einfach komplett Sonne. Wir fahren zu einem Vivarium, gell? Seid ihr bereit, Tiere zu jagen und zu fangen? Ich bin bereit. Guck mal, das ist ein Känguru, Freunde. Das ist ein Känguru? Ja. Ey, soll ich mal reinspringen? Die Kängurus, die springen, die haben so immer vor sich so ein Kind dabei, aber der jetzt nicht, weil der selber noch nicht so groß ist. Das sind Gänsegeier. Du hast so einen im Vorgarten, keiner traut sich zu Hause. Die wiegen 13 Kilo. Die leben bis 41 Jahre. Freunde, Emrabe, Gewicht Uragabe. 300 Kilo. Lebensalter von Esel? Ich sag Dings. 82. Ich sag 60. 40, Digga. Boah, ich bin so gut. 40. Das sind doch Rehe, gell? Oh nein. Ey, der spuckt! Der spuckt! Ey, der. Können die nicht springen? Der hat allein so geil. Oh, der hat geblinzelt, der hat gezwinkert. Guck mal, der zwinkert mich an. Ey, wie dreht der seinen Kopf? Oh nein. Rein und so. Aber es ist Schluss. Wegen Corona? Irgendwas? Nein, die Vögel haben auch keinen Bock auf Menschen. Junge, hat's nur gefressen, Alter. Betreten auf eigene Gefahr, Digga. Ich geh da niemals rein. Ich geh da auch nicht rein. Ja, ist alles nass. Können wir dort reingehen? Nein. Doch, wir können. Der Geruch. Reifenzeichnung. Digga, hier sind Bienen und so, ich schwör. Weißen Ohrränder. Lauf! Ah. Ey, wir müssen auch noch zurück. Yusuf, warte. Yusuf, warte auf uns. Wir haben Burak verloren. Wir haben Burak verloren, nein. Burak ist weg. Scheiße, was machen wir? Wir gehen weiter ohne ihn. Die Ohrränder haben ihn genommen. Wir müssen die, weiter wer? Ohne ihn. Die Ohrränder, keine Ahnung.
Wie gehst du jetzt aber darüber? Da ist ein Baumstamm im Weg. Es gibt zwei Lösungen. Rüber springen oder unten drunter. Okay. Wir machen das. Okay, wir gehen unten drunter. Also ich... Okay, weiter. Okay. Burak? Bist du hier? Der Dschungel hat Burak verschlungen. Gehen wir weiter. Yusuf Jones. Yusuf Jones. Yusuf! Ich weiß nicht, was da steht. Da ist Dreck drüber. Der Jaguar. Yusuf Jones. Oh! Ein Baumstamm. Oh mein Gott. Wir sind durch den Dschungel. Wir haben es geschafft. Aber wir haben leider Burak verloren. Wir dachten, du bist tot. Ja, ich bin aber nicht tot. Wir dachten, du bist tot. Wie hast du es überlebt? Wie alt sind sie? 350, 150. 152 einfach. Brumm, 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 brumm. Wohin geht's? Yusuf Jones, die Safari-Tour bis jetzt Spitzenklasse. Was werden wir heute noch so von euch sehen? Von euch lernen? Wir werden ganz spezielle Tiere sehen. Ganz krasse Tiere. Ich gebe einen Tipp. Wasser. Feuer. Nein. Erde, Luft. Der Mann, der dies hatte, war der Avatar. Doch als die Menschheit ihn am meisten brauchte, verschwand er. Es sind hier gefährliche Tiere. Schmetterlinge? Ich hab deinen Freund gefunden, komm. Oh. Siehst du den nicht? Deine Freunde. Ja, diese bewegt er sich nicht. Digga, ist der echt? Der ist nicht echt. Der ist nicht, glaube ich. Digga, der würde doch alle Fische essen. Ja, alle. 10.000 Euro, wenn du jetzt einen Kopfsprung da reinmachst. Du kannst auch safe reinstecken. Sag mal ruhig. Testen, testen. Es hat ein neuer aufgemacht, testen. Oh, heißt Mission hat begonnen. Okay, Freunde, es hat bei uns in der Stadt ein neuer Bubble Tea Laden aufgemacht. Der ja, weiter. Getestet. Ja. Ja, weil wir jeden Bubble Tea Laden testen, der wird jetzt auch getestet. Stabil. Oi. Ich weiß nicht. Hi. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Gut, und dir? Schon lange nicht gesehen. Ja. Okay. Jetzt seid ihr auch Brüder. Wir sind alle Brüder. Also sind wir Brüder. Wir sind auch dein Brüder. Ja, ja. Ach so, ich wusste, dass ihr Brüder seid, aber bei euch ist das nicht. Lass mal auch einmal Dings. Ich hole Doppelapfel noch rein auf dich, gell? Okay. Bei mir auch. Ey, und der Dings Akku war leer von der Kamera, deswegen testen wir jetzt erst zu Hause. Okay, ey, mach mal so rein oder so. Hä, hey, bist du dumm mit der Spitzenseite runter? Ah, guck mal, ist es ein Mama Bär? Bisschen scharf. Geil. Mango Kokosmilch. Geil? Oh, jedes Mal, Junge. Ey, ah! Schmeckt geil. Ich hab Blaubeere. Ja, aber guck mal, ihr müsst jetzt sagen, 1 bis 10, was gibt ihr? Nur 8,5, 8. Und dem anderen, wo wir davor waren? Ich weiß. Das davor ist eine 7. In Mannheim. Das ist. Achso, in Mannheim. Boah, in Mannheim ist Dings eine 5. Das war nicht so gut. Echt? Das ist bis jetzt das Beste, aber. Ey, bis jetzt das Beste? Ja. Mhm. Auf jeden Fall bestanden. Anne, Anne, was machst du? Ich weiß nicht. Also was habt ihr mir geholt? Braune Zuckerlatte plus Tapio. Bei Kindern bis zu 5 Jahren besteht Verschluckungsgefahr. Weißt du, was Tapio ist?
Schweinegelatine. Lecker. Ehrlich? Lass mal probieren. Das ist doch ernst. Lecker. Wems Idee war das? Mir Latte zu holen? Meine. Echt? Ja, meine. Aber das ist, guck. Lecker. Das ist das, was wir gemacht haben in den Videos. Nimm mal eine Kugel. Das Gummibärchen. Mm. Das platzt nicht, das Gummibärchen. Nee. Und wir dachten, wir haben es verkackt, aber wir hatten die. Oi. Schmackhaft. Deal. Schmeckt's. Ja. Oi. Okay, Yusuf und ich wollten was ausprobieren, Freunde. Und zwar das hier. Ich weiß aber nicht genau, was man machen muss, wie das geht. Der kriegt das nicht auf. Also. Airco Refresher Lavendel ist das jetzt. Also man muss das anmachen. Man muss auf ganz kalt stellen. Aha. Was ist das? Achso, das haben wir nicht, das ist automatisch. Aha. Und jetzt? Oh, kalte Luft. Warte, glaube ich, hä? Ey, du musst aufs Auto aussteigen, gell? Du was laberst du? Bleiben. Doch, doch. Warte, stopp. Bombe. Okay, bist du bereit? Ja, nein. Was machst du? Ich dachte, das ist ein bisschen lang. Ah! Was machst du jetzt? Ah! Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ah. Okay, switch. Oh! Macht's mal aus. Okay, jetzt kommt der Test. Okay. Es riecht schon gut. Es riecht schon viel besser. Die Frage ist halt nur, ob Lavendel das Richtige war. Ah, Klima macht jetzt diesen Geruch. Aber der Geruch kommt einfach dort raus. Ja, aber es ist schon stark. Ja, wenn du direkt da dran gehst, ist schon stark. Oi. Freunde, wir fliegen ja am Sonntag. Ich pack grad meine Sachen. Nerv mich nicht im Dabel. So sieht's grad aus. Da kommt noch mehr. Ich finde blau besser, aber ich nehme das nicht mit, ich nehme das rote mit. Rein damit. Wow. Badehosen brauchen wir auch. Nummer 1, Black. Nummer 2, Red. Nummer 3, Blue. Zahnpasta kannst du ja mit Emmerbigel benutzen im Urlaub. Sehr gut. Ah. Du hast dein Duschgel. Hast du auch dein eigenes Deo oder so irgendwas? Ich nehme Emrabis. Und Emrabis Wachs nehme ich und Emrabis Deo nehme ich. Doch. Parfüm. Okay. Ja. Ey, Freunde, ich nehme eins davon mit, ein Lacoste-T-Shirt. Schreibt rein, was ist cooler, blau oder rot? Ich finde beide geil, aber jetzt eher würde ich rot mitnehmen. Also das heißt, rot kommt da rein. Und blau, du bleibst heute hier. Die hat mir halt Emrabel gekauft zum Geburtstag. Die sind cool, Lacoste. Okay Leute, es ist Zeit, langsam Koffer zu packen. Yusuf hat seinen Koffer schon hier gepackt. Ich habe meine Sachen auch schon zur Hälfte gepackt. Oi. Ja, so machen wir das jetzt, ja. Da sparen wir mal Yusuf sein Ticket. Und ja. Wir sehen uns im nächsten Vlog hoffentlich aus der Türkei. Die Videos für Mittwoch sind schon geschnitten, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Da haben wir jetzt ein bisschen vorproduziert, ein bisschen Gas gegeben. Und die Vlogs kommen dann, wenn wir hoffentlich, wenn wir stabiles Internet haben, aus der Türkei. Urlaubsvlog. Peace.